Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Und heute werden wir mit Herbert mal losziehen. Vorher werde ich noch kurz nach der Energie gucken. Okay, sie steigt immer noch. Das ist mir halt wichtig, dass das steigt, ne? So, mein Inventar ist wieder entleert. Ich könnte rein theoretisch. Oh mein Gott. Das ist eine richtig gute Idee. Ah, nein, kann ich nicht, oder? Die Schubdüsen wollte ich eigentlich herstellen, aber dafür brauchen wir einen zu Hause. Ja. Ist natürlich kacke. Wie viel haben wir jetzt von diesem Schwefel? Nicht allzu viel anscheinend. Zwei. Aber wir können ja jederzeit hierher zurückkehren. So ist es ja nicht. Na gut. Auf geht's. Erstmal müssen wir ja da hochkommen, ne? Ich glaube, das ist die große Challenge überhaupt. Kann ich auf Bert darauf? Dass Bertha jetzt kaputt geht. Okay, hier warten wir kurz. Laden kurz unsere Schubdüsen auf. Müssen wir nur den Ort wiederfinden. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Wir müssen nur aufpassen, dass wir dem Seedrachen nicht begegnen. Rest ist egal. Irgendwo hier muss eine Kackbratze auf dem Boden liegen. Kann doch nicht wahr sein, dass ich da. Scheiß nicht wiederfinde. Verzieh dich, Ingo. Da weg. Und da hinten sind sie ja. Ihr verzieht euch mal. Oh Mann. Könnte nicht so schwer sein, den Ort wiederzufinden, oder? So ein Mist. Der war nicht allzu weit weg von Bertha. Muss auf jeden Fall hier irgendwo in der Nähe sein. Genau, bring sie um. Bring die Ingos um. Dann bist du ein Guter für mich. Hab's gefunden. Aber war ja klar. Scheiß Wache. Ist das ein Ei? Nein. Ich glaube, das war da im Berg irgendwo.
Ich find's nicht wieder, ey. Hier waren zwei Kackbratzenleichen, deswegen. Hm. Ich weiß ja nicht. Da ist die andere Kackbratzenleiche. Okay, perfekt. Dann gehen wir da als nächstes hin. Vielleicht haben wir da ja Glück. Ungünstig? Oder ist das hier ein Alternativweg da rein? Hoffen wir einfach mal, dass das ein Alternativweg da rein ist. Bitte. Sei hier Gebäude. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Das ist das falsche Gebäude. Scheiße. Wie bin ich jetzt hier reingekommen? Von da hinten, ne? Ja. Das ist das Gebäude, das wir schon kennen. Quasi das allererste. Okay, versuchen wir einfach mal hier irgendwie raufzuklettern. Das muss ja wohl irgendwie möglich sein. Oh, getroffen. Scheiße. Weg da, weg da, weg da. Oh Gott, hier kommt noch einer. Wo ist denn hier der andere Eingang? Oh, hi. Ich bin aber weg, ne? Was ist das? Ist das dein Ei? Bist du da rausgeschlüpft? Wo ist denn jetzt der olle Eingang? War das nicht hier in diesem Berg? Ich sehe was. Ich sehe was, was du nicht siehst. Oh. Scheiße. Oh. Was ein Stress. Bitte sei der Eingang. Bitte. Ja. Come here to me. Was zum... Was war das denn? Nur noch den Eingang finden, Leute, nur noch den Eingang finden. Und am besten nicht runterfallen. Eingang gefunden. Wir lassen dann Herbert hier, würde ich sagen. Ich wollte schon sagen. Wir lassen Herbert dann hier, ne, Kollegen? Dann schwimmen wir zu Fuß zurück.
Oder sollten wir doch Herbert mitnehmen? Ja, wir nehmen Herbert mit, sicher, sicher. Ich bin doch hier in... Oh, wie lustig, er setzt sich hin. Sind hier doch in einem Raum, nicht wahr? Ne, wir können nichts bauen. Schade. Na gut, wie viel haben wir zurückbekommen? Es ist nicht viel, aber es ist etwas. Nicht mal hier lasst du mich in Ruhe. Erzieh dich, Junge. Jetzt müssen wir nur noch versetzt zu Bertha kommen und dann kann ich zu Fuß hierher. Und ich muss von dem Zeug so viel wie möglich mitnehmen. Nein! Oh oh. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, wir können uns auf jeden Fall merken, dass die Eingänge hier in diesem Berg sind. Du bist tanky, Herbert, du bist tanky. Du kriegst das hin. Ich wette, es gibt auch mehrere Eingänge hier rein. Schwimmen hier zwei herum? Oh mein Gott, ich glaube, hier schwimmen zwei herum. Oh, der Eingang war wahrscheinlich direkt hier vor meiner Nase, ne? Hier irgendwo. So, Fakt ist, wenn wir gleich losziehen, dürfen wir nicht sterben. Wir haben natürlich nicht unendliche Ionenwürfel am Start. Wette, Ionenwürfel werden aus Uranit hergestellt. Ach, geschafft. Es sind nicht viele Ionenwürfel und ein paar sind uns, glaube ich, auch schon verloren gegangen. Ich glaube nicht, dass wir zu Hause noch welche haben. Ich glaube, die sind uns abhanden gekommen. Kann ich die irgendwo noch reinpacken? Absolut kein Platz mehr, ey. Okay, wir müssen ja eh welche bauen, ne? Also gut, wir brauchen... zwei lila Dinger. Das heißt, wir brauchen zwei Ionenwürfel. Wo hab ich die jetzt reingestopft?
Ach da. 2 Ionenwürfel und 4 Diamanten. Habe ich noch Diamanten hier? Oh, das wäre schlecht, wenn nicht. 2 Diamanten sehe ich. Ich hatte noch mehr als 2, ne? Aber hundertprozentig hatte ich mehr als 2. 3. Okay. So, 2 lila Schlüssel, check. Sachen ablegen, check. Energie, 20%, oh, das ist schlecht. Okay, reparieren müssen wir nichts. Auf geht's. Ach, die umkreisen das Ding. Ah. Diamant, nice. Kyanid, nice. Müssen aber trotzdem noch den Eingang finden. Das bringt uns alles sonst nichts. Er war hier irgendwo. Jetzt beruhigen wir uns alle erstmal. Dann finden wir den Eingang. Wo ist der dämliche Eingang? Bleib mal ruhig da, wo du bist. Oh mein Gott, nicht sterben, Zero. Wenn du jetzt stirbst, ist alles vorbei. Kannst das Spiel aufgeben. Ja. Oh. In den Schlund, so. Jetzt haben wir es. Nehmen so ein Eichchen noch mit. Auf jeden Fall der Fall, dass wir gleich nach Hause gehen, anstatt zurück zu unseren Maschinen. Und natürlich Kyanid. So viel hier mitnehmen, wie geht. Oh, ich hab gedacht, ich hätte schwören können, hier ist der Eingang. Scheiße. Ah, ich hab noch 60 Sekunden, alles gut. Bis dahin haben wir ihn einmal umrundet. Oh, fast hätte ich ihn übersehen. Weil es 2 Eingänge gibt. Die beide zu übersehen ist schon echt ein bisschen dämlich. Na gut. Da ist der Teleporterraum. Hier ist die blaue Karte. Die scannen wir selbstverständlich. Ach stimmt, wir können ja gar nicht nach Hause. Aber wir müssen ja noch in das andere Konstrukt rein. So, und hier war irgendwo noch eine Tür mit Daten oder so. Die würde ich noch gerne finden. Wir müssen definitiv noch einmal zu Bertha zurück.
Stimmt, wir haben die anderen Daten noch gar nicht. Fremdes Wärmekraftwerk. Das hier ist das Wärmekraftwerk. Wir müssen gleich auf jeden Fall noch die Daten durchlesen. Integrating new PDA data. Primary alien facility location updated. Volcanic area connected to this cave system at depth 1.4 kilometers. Okay. Hier schwimmt ein Fisch rum. Daten über Ionenenergie. Integrating new PDA data. Synthesizing ion powered blueprints from alien data. Blueprints stored to databank. Kann ich jetzt die Ionenwürfel herstellen? Ionenenergiezelle. Ionenbatterie. Nice. Blaue Tafel. Das heißt, rein theoretisch können wir unserer Bertha sogar bessere Batterien geben. Oder gehen wir erstmal zurück. Wir müssen jetzt erstmal zurückkommen. Heil zurück ankommen. Das ist ein anderer Eingang, den ich hier gerade nehme, ne? Ach, den kann man hier mit dem zu Fuß gehen. Riesig. Okay. Das Schöne ist, ich muss dahin nicht mehr zurück. Soll ich sicherheitshalber noch eine blaue Tafel herstellen? Ich meine, ich habe ja das Kyanid und alles. Komm, wir stellen noch eine zweite her. Nur für den Fall der Fälle, dass wir da mehrere brauchen werden. Ich hoffe, wir werden keine drei brauchen. Vielleicht stelle ich auch zwei her. Ah. Ich stelle keinen einzigen her, nee. Also, ich glaube, dass ich habe nicht so viele Ionenwürfel. Das ist das Problem. Ich müsste selbst welche herstellen können. Das wär's halt. Nein, ich stelle jetzt keine her. Wir laden ab, was noch zum Abladen geht. Alles voll hier. Oh, ich bin vollgepackt mit tollen Sachen. Die das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend-Feeling. Vital signs stabilizing. So, dann nehmen wir hier noch einen raus. Gut, dass ich das hergestellt habe. So. Die Energie steigt noch, sehr schön. Und jetzt gehen wir runter in die andere Basis, was auch immer da ist. Ach, weißt du was, komm. Ich weiß, ich kann mich selbst nicht entscheiden, aber ganz ehrlich, bevor ich jetzt mehrfach gehen muss, riskiere es einfach. Ich wette, ich brauche bestimmt, irgendwo brauche ich bestimmt noch eine blaue. Ich will nicht zweimal laufen. Ich habe lieber eine Reserve dabei, als eine zu wenig. Also nur noch einmal am Seedrachen vorbei.
Ich sehe ihn nicht. Also, Glück gehabt. Ist ja fast im Gebäude drin. Hoffentlich kriege ich einen Bauplan, mit dem ich die Würfel erstellen kann. Das wäre mein Traum. Ich glaube, dem geht's so gut. Okay, weißt du was, Freunde? Ich würde sagen, das sparen wir uns für morgen auf. Dann lesen wir auch die Daten nach. Habe ich ganz vergessen. Und dann mal schauen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.